Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz 2 Randomizer Anders Lock Challenge. Im letzten Part haben wir hier ein paar Team Plasma Futzis zusammengeschlagen. Und dieses Mal sollen wir sie halt, da hinten auf der Route direkt besuchen gehen. Weil sie aus irgendeinem mysteriösen Grund einfach weggelaufen sind, weil es voll geschissen sind über alles. Ja. Ich werde jetzt erstmal hinlaufen. Ganz schnell, so auf direktem Wege, weil ich es kann und nicht, weil ich es nicht kann. Weil wenn ich es nicht können könnte, dann könnte ich nicht, weil ich es kann. Oh, coole Musik. So, wo waren die nochmal? Die waren das Paragon. Also ist der Typ hier unten. So, ist eine Sie, tut mir leid. Mensch, aufregend, ich kann ich gar nicht haben. Ja, ich auch nicht. Das finde ich irgendwie scheiße, wenn da irgendjemand kommt. Oh, lass mal knuddeln. Das ist unangenehm. Ein Rabigator. Okay, ich bin beschissen. Ich hab den Frierer vor. Kommt der Frierer mit dem Klar? Ich probier's mal. Mann, das nervt doch nur. Ah, oh, jetzt kann ich ja nicht. Okay, das ist nicht alles geschafft. Und der Eissturm macht. Jo, das ist gut Schaden. So, jetzt müssen wir eben die Trefferrate überprüfen. Pulverschmied sollte das doch heute ausreichen. Schreibt es mir in die Kommentare, was euch gefällt. Ich werde es berücksichtigen. Und ja. Also eigentlich habe ich jetzt nicht mehr Küche bin. Ja, das ist wahr. Also ich meine, du rennst in eine Sackgasse. Warum flüchtest du in eine Sackgasse? Das ist dumm. Hallo Paragon. Ach, die reisen per Schiff, ja, ich weiß. Der Schnee da unten bei dem kleinen Kind, da hinten rechts, da sieht ziemlich verbuggt aus. Ja, unglaublich. Jetzt kann ich jetzt. Oh, falsch schaffen. Aha, dann kann ich jetzt wieder jemand anderen vorne setzen. Du, viel Spaß. Wir sind so unglaublich underlevelt. Aber egal, das wirkt schon. Ich höre die ganz blumig merkwürdigen Geräusche, die merken, wo die herkommen. So. Wo gehen wir jetzt hin? Kann man jetzt schon nach Strato City fahren? Geht das jetzt schon? Ich hoffe mal. Oder wollen die noch irgendwas von Pokobut? Ich hasse Pokobut. Also ich habe nichts. Eigentlich habe ich nichts gegen Pokobut, aber dieser Zwang habe ich aber schon lange genug. Da habe ich mich schon lange genug drüber aufgeregt. Ja, hallo. Der hat der Film von dem gefallen, der Typ hat versagt, das war ein richtiger Vollidiot. Das war die beschissenste Rolle, die er hat. Die wussten ja nicht mal seinen Namen. Der hieß einfach Mikas Papa. So. Jo, ich hab gesehen, ich hab die Plasma ja verjagt, du Toten. Beste Erinnerung, René war, jaha. So, ciao. Und wir sind... Ach so, ja. Laber nicht. Ich weiß... Du fährst mich jetzt schön nach Strato City. Dann darf ich da in den Abflussrohren rumkrabbeln. Wann bist du hier reingegangen? Wann? Und wie bist du da hinten hingekommen? Habe ich eigentlich ein Itemradar? Wäre ganz praktisch zu wissen. Schade. Ich hätte gerne ein Itemradar. Hallo Paragon. Ja, ich will nach Stratos. Stratos ist eine nervige Großstadt. Ich mag keine Großstädte. Großstädten ist so groß und so viel los. Und ich mag das nicht. Und dann kommt noch andauernd Stau und Baustellen. Ja, da wird Stau gebaut. Und wieso ist das so nämlich? Da muss ja nicht viel Smog sein. Da oben links, ich habe die Sonne gesehen. Ein Lichtblick.
Und jetzt fährt willkommen in Stratos City. Wir hoffen, wir hatten eine angenehme Überfahrt. Wer ist hier? Wir. Ich habe nur dich gesehen. Kontaktdaten, Videocaster, okay. Ich denke mal, diesen Part werden wir ziemlich lange mit dem hier mit der Kampf-AG beschäftigen. Aber erstmal, das habe ich ja noch gar nicht gezeigt, ist mir gerade aufgefallen. Wie gesagt, der Videocaster und ja. Man kann in diesem Spiel mit dem Videocaster mit den Leuten hier hier sprechen. Zum Beispiel kann ich hier jemanden anrufen, den guten Sharon, und der kann einem dann sagen, man kann entweder mit ihm plaudern oder laut Hintergrund ist Sharon auch hier. Oder ich die Typen der Fähigkeiten erklären lassen. Das ist ganz praktisch. Ich brauch's zwar nicht, aber ist ganz lustig und ganz praktisch und geh weg. Geh weg. Oh, ich krieg ein Fahrrad. Cool. Und was soll ich jetzt damit? Auch ich muss Clowns ansprechen. Medaillenamt. Umfragen, Kommentieren. Nein. Jetzt war das Fahrrad drin. Warum ist die da? So, ich soll in Umfragenkomitee-Ding rein. Die Kampagne gehe ich jetzt letztes, da will ich nämlich auch bleiben. Erstmal, hier sollte so ein Clown sein. Ja, hallo Clown. Apokauptsitz abgehakt. Schön. So, das Medaillenkomitee ist hier irgendwo. Die sind da, hier sind die Medaillen. Hier sind die. Da. Genau hier. Seht ihr die? Da. Genau. Da oben. In wie vielen Stockwerken seid ihr? In wie vielen? Ihr seid im zweiten Stock. Richtig? Ihr wart im zweiten Stock. Nein. Ihr wart im ersten Stock. Im zweiten Stock ist irgend so ein merkwürdiges Ding. Wie wir? Oh ja. Cool. Nein. 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 Nicht labern. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Nein. Ich will das nicht wissen. Lass mich. Ja, genau, danke. Ich wollte. Schön. Jetzt kannst du die Klappe halten. Ich wollte dich nur einmal ansprechen. Nein, ich habe keine Fragen. Tschüss. Danke. Okay, dann waren wir im ersten Stock. Vivian, wieso bist du umgezogen? Kann mir das einer erklären? Da ist der Clown. Hallo, Clown. Medaillenamt abgehakt. Dann kann ich jetzt wieder gehen, oder? Auf zur Kampf-AG. Da kann man kämpfen. In der AG. Das ist ja Kampf-AG. Irgendwie habe ich gerade den Hals. Also ich habe Husten. Wollte ich eigentlich sagen. So, in die Arena will ich sowieso noch nicht. Weil die Kampf-AG viel cooler ist als die Arena. In der Kampf-AG gibt es einen Hausmeister. Ja, in der Arena haben die keinen Hausmeister. Das muss der Arena-Leiter alles selber machen. Siehst du, hier ist der Hausmeister. Diesen Gebäude prall nicht in meine Lärmgestellten oder andere Pokémon ein. Ich weiß. Ja, der EP-Teiler. Ich werde ihn nicht brauchen. Glaube ich. Hoffe ich. Er öffnet den Fahrstuhl, ohne an den Knopf zu drücken. Er ist ein Magier. Magie! So. 46. Stock, bitte. Das ging ziemlich schnell dafür, dass es der 46. Stock ist. Du da, lass uns kämpfen. So, komm schon. Bitte sag mir nicht, dass du irgendwie Dragoran oder sowas hast. Das fände ich nämlich nicht so. Du hast Toxi. Geht's schon wieder los? Geht's schon wieder los? Sollt ihr mich eigentlich verarschen? Oh, ich bin echt hart und alle anderen levelt. Das ist hier schlimm. Was ich sonst denn nie? Ha, zweimal Schutzschild kriegst du nicht hin, ne? Ne? Das ist ein dummes Toxiped. So. Nicht mal ein Level. Okay, Toxiped gibt viel zu wenig EP. Ja, ein Flottball. Gib mir doch auch noch einen Timerball. Ja, ein Kampf.
Ich habe gegen mein Mikrofon gehauen. Und du hast was? Doch, ein Standard-Song. Bronzong, okay, nein, du nicht. Du hast einen Bronzong, Level 17. Stark an alle. So, Bronzong sollte einiges aushalten. Gut. Ich lerne Flamme jetzt auf Level 15. Noch versehen. Pausiert. Was wollte ich noch? Egal. Oh, toll. Die Hypnose war sehr erfolgreich. Begrenzer. Wow, das bringt dir sehr viel. Du kannst ja nicht Silberblick. Ich habe nur physische Attacken, spezielle Attacken. Blut. Das wird noch eine Weile dauern. Och nein. Bronzong, hör bitte auf. Das nervt. Das ist nicht lustig. Bronzong, verarsch mich nicht. Ich bin gerade ziemlich... hier... begeistert. Aber ich bin nicht verarscht. Ja, du kannst mir nicht Kung Fu schreien, ich bin nämlich schon verwirrt. Ha! Aua. Guck mal auf diese... Kann dieses Bronzong auch was anderes? Hör auf, Bronzong! Und dann wacht ich immer direkt auf. Blut. Kann ich bitte aufhören, verwirrt zu sein? Oder so, dann bediene ich das Bronzong einfach so. Tschüss, Bronzong. Jetzt, Ibis. Abyss. Bist du drin? Ja, okay. Brauch ich auch, ja, viel Spaß mit Bistum. So, jetzt muss ich G-Schnee wieder nach vorne setzen, weil G-Schnee jetzt das niedrigste Level hat. So. Hey, du da. Du willst nicht kämpfen? Na doch, willst du. Ich muss sie jetzt anschauen. Kämpfen nicht gerne. Du hast Apokalypse. Da habe ich jetzt ziemlich ungünstig nach vorne. Okay, den geht du nicht vorne, aber viel schneller kann auch. Mein ganzes Team kann da wenig machen. Okay. Schlammbombe! Och nein, och nein. Viel schneller. Oh, das war wenig Schaden, aber das ist nur ein vierfacher Elektriker. Absorber. Ein Tritt und das wär's gewesen für Schnee. Der G-Schnee. Genauigkeit sehen. Weiter so. Ja, so ist gut. Okay, ich glaube, ich werf meinen Trank an. Hab doch Trank, oder? Man sehen, ich sehe ja mal auf Hemmel. Kann ich mir nicht mehr sicher. Genauigkeit. Siehste? Siehste? Deswegen habe ich den Trank benutzt. Genau dafür. Hätt's gewusst. Nee, nee, Apokalyp, nicht mit mir. Absorber. Habe ich deine Genauigkeit nicht zweimal gesenkt? Warum triffst du mich so oft? Schlammbombe. Bald trifft er nicht mehr. Und das werde ich jetzt mit dem Schild. Und von ihm wird er nie wieder treffen. Danke! Das ist nicht so böse, wie ich dachte. Klingt schon wirklich Schlamm. Ja, mach weiter so. Hast du das eben nicht gemacht? Mann. Jetzt habe ich alle meine Tränke für die Schnecke rausgefahren. Weil dieses bescheuerte Apokalypse die ganze Zeit absorbiert ist. Ich denke, dass das ja.
muss ich mal gucken, was für eine Kraftreserve das ist. Oh, fast Level 18. Level 18, genau. Level 17 meine ich. Ja, da ist mein Timer. Ich wusste, dass ich den Timer neu kriege. Give it to me! Du bist... Oh, entschuldigung. Ehrlich. Wirklich. Du hast einen Tauchkörper. Nein, sie ist nicht fertig. Nein. Ich hoffe, meine Kraftreserve ist nicht Typ Boden. Nicht mehr müssen Kraftreserve Elektro, Kraftreserve Eis. Oh, Tackle. Okay, ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es weder Eis noch Elektro. Jetzt ist mal die Schieber. So. Los, der Schieber. Okay, du setzt nur Tackle ein, dann wirst du auch nichts Starkes können. Eissturm. Oh, Zucki. Dieses Taubober ist stärker als ich dachte. Aber nicht starten. Oh Mann, ist das... Einfach kurz vor der Visite zu stehen bleiben. Und nachdem wir, nach dieser Etage werden wir es mal heilen. Da muss ich neue Tränke kaufen. Du kennst doch auch, oder? Oh, nein, doch nicht. Scope-Linse, ist das nicht für Volltreffer? Ja, nehme ich nämlich. So, wem kann ich die Scope-Linse geben? Mal sortieren. So, die Scope-Linse kriegt du. Weil du Scope. Wow, ich kann die Tür auch öffnen, ohne den Knopf zu drücken. Ich bin auch ein Magier. Und den Aufzug wieder runter mit Highspeed, weil man sonst nicht 46 Stockwerke in 2 Sekunden schafft. Und aufs Fahrrad und dann mit dem Fahrrad die paar Meter zum Pokémon Center zu fahren. Und die Tür nicht zu erwischen. Geht doch. Oh nee, nicht die da. Ja, geh weg. Ja, ich kenne den Geonit. Heile mich. Heile meine Pokémon. Ding, ding, rege, ding. So, und jetzt lass mich gehen, bitte. Bitte, bitte, lass mich gehen, bitte. Ich will noch ins nächste Wohl, ich gehe erstmal Tränke kaufen. Nein. So. Fahr nochmal schneller runter durch die Tür. Ich fahre einfach mit dem Fahrrad ins Haus und im Haus habe ich dann kein Fahrrad mehr. Das beweist doch, dass ich ein Magier bin. Ne, 54 im Stock, bitte. Sind nur 2 Leute, okay. Das sollte zu schaffen sein. Ich denke, das kriege ich hin. Ein Äther. Ja, das sollte ich hinkriegen. Und komm schon, bitte hab Carpador. Oh, nach dem Kampf kann ich sogar den Park beenden. Passt ja. So. Wenn der Kampf überhaupt eine Minute dauert, dann kann ich den Park beenden. So, nicht. Kelly. Du weißt, Kelly, du hast einen Panzer. Panzer. Ich habe Armleuchte. Und Armleuchte und Kusine im Feuertank sehr wenig. Ich habe jetzt immer noch nicht nachgedacht, welche Fähigkeit Armbrüche überhaupt hat. Flammkörper. Ich hab den Körper. Unwecker. Konzentrator. So. Bürde. Bürde. So, schauen, dann kann ich leben. Verhühner. Welche Waffe Hühner jetzt nicht perfekt sind, noch verhühnt. Okay, Verhühner halt hier. Was hast du noch so? Ein Blindfahren, Schellast? Und
sowas? Victini. Zwei Nien Victini. Blumen? Blumen sollte gegen Victini? Gut. Was machen können. Wieso hast du Victini? Ich habe richtig Schiss vor Victini. Weil Victini ein Monster ist. Zumindest da in dem Bereich, wo wir jetzt noch sind. Kopflos. Aua. Bis. Ist. Krit. Danke, du. Gut gemacht. Okay, Victini war doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Wie viele Explosionen? Ja, genug. Im Bereich der 18. Oh, kein Level 19 mehr. So. Jetzt haben wir dem Schulkind hier in den Ausschlag. Und das heißt doch. Und dann sehen wir uns nächstes Mal, wenn ich fertig bin mit Hoffnung an den Hintergrund. Das ist für mich so nah.